Jo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Lego Star Wars komplette Saga. Ich bin's wieder, euer Crow, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir sind immer noch in den Jedi-Palast, wie ihr sehen könnt. Wir sind da leider noch nicht rausgekommen. Die Folge ist sehr lang gewesen schon wieder. 23 Minuten, um genau zu sein, wenn nicht noch länger. Ich will mich da jetzt nicht so festlegen drauf. Auf alle Fälle ist das schon wieder richtig krass langes Level. Das ist natürlich, auf eine Art ist es gut, also auf eine Art ist es schon cool, dass manche Level, na, hier kommen wir wieder nicht hoch, weil wir die dunklen Künste nicht haben, dass die Level doch etwas länger manchmal sind. Manchmal sind sie natürlich ganz kurz, wenn zum Beispiel ein Bossfight ist. Hier kommen wir auch wieder nicht hoch. Also ich sage euch, mit den Münzen einsammeln, das wird richtig schwer jetzt. So, wenn ihr nicht aufhört rumzuspinnen. Oh, wenn wir schon den Magnet haben, können wir uns noch gleich die blauen Münzen einheimsen. Hier kommen wir wieder nicht hoch. Wir haben so einen scheiß Enterhaken nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, wurde der Jedi-Tempel krass angegriffen von den Klontrupps. Die Jedis wurden ja verraten. Ah, hier war da auch schon wieder so ein komisches Rätsel. Eine komische Rätsel-Dönze. So, und wir versuchen immer noch die Münzen einzusammeln alle, damit wir die 100% voll kriegen. Also 100% von Münzen. Stats nennt man die in Fachkreisen. Dim, 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 dim. Ah, Yoda, die alte Hütte, humpelt fröhlich vor sich hin und einfach uns hinterher. Ja, was soll er auch machen, ja? Ohne Beine wollte ich schon sagen. Nee, er hat ja Füße. Ja, Münzen, 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 Münzenparade. Ey. So, was ist, wenn wir den Hebel jetzt drücken? Ah, okay, dann geht so ein... Ah, ich verstehe schon, dann geht so ein Licht an. Lichter gehen an. Nein! Hm? Ah, ich wollte schon meinen, wir kommen da hoch, oder? So, dann wollen wir zum nächsten Lichtchen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, ne? Kennt ja jeder den Spruch? Mann, die scheiß München hinterher rennen, das nervt mich richtig. Und wieder müssen wir hinterher rennen. Ach, das ist doch Käsekacke, Mensch. Na, ups. So, damit haben wir den Schalter Nummer 2. Warum der den Schalter einfach nicht aktiviert und anstatt mit seiner Macht das dann dauernd macht. Will mir auch noch nicht so richtig einleuchten. So, dann werden wir uns mal den Schalter Nummer 3 angucken, was wir hier machen müssen. Natürlich das gleiche Prinzip wieder. So. Münzen einsammeln. Ah, ich sag immer wieder Münzen. Stats. Wir müssen die Stats einsammeln, Leute. Immer fröhlich vor sich hin. Alles einsammeln. So müsstet Geld mal auch auf der Straße liegen. Da würde ich mich echt freuen. So, hier werden wir diesmal aber nicht hochkommen, weil wir haben keine neue Ebene, die wir rausziehen können. Um dieses Minikit zu kriegen, dafür bräuchten wir den Doppelsprung von Jar Jar. Ich weiß ja nicht, ob das noch eine andere Figur kann. Ich glaube nicht. Also ich habe immer nur Jar Jar Binks genommen für den Doppelsprung.
Yeah, wir haben fast die Münzen. So, müssen wir jetzt noch machen. Da ist jetzt offen. Ah, hier kommen wir wieder nicht hoch, weil wir die Münze nicht haben. Genau, wenn wir nämlich alle drei... Müssen wir jetzt noch das andere Licht oder machen? Ne, die sind noch zu, ne? Genau, dafür müssen wir nämlich da oben irgendwas machen. Können wir aber nicht machen, weil wir da nicht hochkommen. Wir haben erstens keinen Doppelsprung und zweitens... Ja, fehlt uns die Zeit. Nein, natürlich fehlt uns die Zeit nicht, aber wir brauchen einen anderen Sprung. Sonst kommen wir da echt nicht hoch, Leute. Da könnt ihr so lange springen, wie ihr wollt. Das werdet ihr nie schaffen. Hier ist schon mal das Ende. Hier ist nämlich die Disc, die wir uns nämlich angucken, wegen Anakin. Der hat ja die ganzen Jedis hier umgebracht. Der war ja der Anführer der Massenvernichtung hier. So, und wenn das jetzt schon war, denn, meine lieben Freunde, haben wir es nicht geschafft. Denn haben wir es leider nicht wieder geschafft, alle Münzen einzusammeln, alle Stats. Ich glaube 35.000. So, genau. Das war's. Ich glaube, das Level war es nämlich. Tot. Na gut, die hat er jetzt nicht getötet. Was ich mich auch frage ist, da wir gerade hier mit die Jedi-Vernichtung sind, wer hat denn eigentlich Soraka, also aus Clone Wars, wer hat die denn eigentlich getötet? Die war ja der Padawan von Anakin Skywalker in der Serie. Wer hat denn die ermordet? War er das denn auch selber? Oder wer hat sie um die Ecke gebracht? Weil er ist ja der Einzige, der rübergewandert ist. Er war ja der einzige Sith. Hat er seine eigene Padawan-Schülerin getötet? Oder? Aber die muss ja vor... Guck mal, Episode 3 ist ja vor... Nach Darth Vader. Episode 3 ist ja nach den Clone Wars, ne? So, und in Clone Wars, ja, bitte die Padawan, Alter. Die ist natürlich größer geworden in der Serie. Das weiß ich. Ich habe mal eine Folge gesehen, da ist Aleno schon rumgerannt. Ohne ihm. Aber trotzdem, die war ja mal ein Padawan von ihm. Und auch ein Jedi. Ja? Hat er die jetzt selber umgebracht? Oder wurde die schon getötet? Ich weiß das echt nicht, Leute. Vielleicht wisst ihr das ja. Also wenn ihr das wisst, schreibt das mal rein. Das würde mir echt interessieren, wer die Alte umgenietet hat. Ich möchte mir jetzt nicht alle Staffeln oder alle Folgen angucken. So, und genauso hier wie mit dem Kampf hier, was wir gerade sehen können. Ups. Was wir gerade sehen können. Nein! Bleib da oben. Alter, ganz knapp. Aber ich bin nicht gestorben. Na, aber jetzt. Alter, wir haben nur noch 200 Münzen. Alter! Das ist schon wieder für ein Kacklevel. So, geschafft. Nee, und ebenfalls, irgendwie muss das doch passiert sein, ne? Irgendwas muss doch passiert sein, damit er so. Ich meine. Er wäre ja nie wieder ein Jutta Jedi geworden. Er hat alle Padawan da umgebracht, ne, in den Jedi-Tempel. Das hätte ihm keiner mehr verziehen, ne? Das, also, es eigentlich gab es keinen Weg zurück zu ihm. Er hatte nie einfach gehabt, der Junge. Muss man schon sagen. Also, einer der schwersten Schicksale überhaupt. Erstens hat er keinen richtigen Vater gehabt, ja? Weil er ja angeblich... seine Mutter geschwängert wurde von so einem Chlorinianer oder wie die heißen. So. Denn muss man beachten, er war ein Sklave. Also er wurde als Sklave gehalten, ja? So. Dann wurde er natürlich da weggeholt. Aber seine Mutter war immer noch Sklave.
Die wurde wiederum verkauft wegen Kohle an so eine Tastenräuber. Das ist schon krass überhaupt, ja, dass einer an die sowas verkauft. Nee, ja nicht, der hat sie ja nicht verkauft. Genau, der hat sie an den Farmer verkauft, den Onkel von Luke später. Genau, so war das. Und die haben die Alte denn entführt. So war das nämlich. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob wir das schaffen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Mist gebracht. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Stürzt die Decke nämlich schon wieder ein. Ja. Also er hatte nie eine schöne Kindheit gehabt. Er ist Sklave, seine Mutter wurde dann umgebracht. Er hat das alles miterlebt. Da hat er das erste Mal die ganzen Dinger da umgebracht. Also man kann echt nicht sagen, dass er das einfach hatte. Ganz und gar nicht. So, mach doch mal jetzt hier. Muss hier ein bisschen hinmachen jetzt. Ja, das wollte ich halt nur mal erzählen noch, ja. Also er hat das nie einfach gehabt, der Junge. Er wollte zwar immer ein Jedi werden, aber... Ja, dann hat er sich natürlich verliebt. Dann kommt ja noch die Liebe hinzu, die er hatte. Also... So, und die Jedis unterstützen ja keine Liebe. Aber was total unlogisch ist. Wisst ihr, warum das unlogisch ist mit der Liebe? Weil wie haben denn die meisten vom Hohen Rat, die haben nämlich selber Kinder gezeugt mit anderen Weibern. Wie geht das denn, wenn man ja keine Kinder darf, also keine Liebe erlaubt ist? Wie geht denn das? Damit die das aber dürfen und andere aber nicht? Wisst ihr, was ich meine? Und das habe ich nie verstanden. Manche haben nämlich Kinder von die und... Und andere dürfen ist der Liebe untersagt. Oder gibt es da irgendwie so eine... Warte mal. Oder gibt es da irgendwie eine Regelung, wo einer das machen darf und der andere darf es nicht? Kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Was? Gibt's doch ja nicht. Na, nun spring doch da rauf, Mensch. Alter. Also viel Zeit hat man hier nicht, aber man kann hier wenigstens schön farmen. Das kann man schön machen. Das ist cool. So. Na, dann sammeln wir noch ein. So, wahre Jedi hätten wir erfolgreich bewältigt. Also, falls jetzt jemand weiß, warum manche Jedis das dürfen und manche nicht, könnt ihr auch mal mich anschreiben oder mir das sagen. Würde mich auch interessieren. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Warum manche das dürfen und manche halt nicht, ne? Weil das muss ja da irgendeine Regelung geben für sowas. Ups, bin abgestürzt. Sag ich mal jetzt, oder? Mann, was ist denn jetzt los? Bleib da einfach drin hängen. Nein. Dass man immer wieder von vorne hier alles muss. Das nervt mich ein bisschen. Ja, hier kann man natürlich sehr viele Minikits einsammeln. Das werden wir natürlich später auch alles machen. Da werde ich wahrscheinlich jeden Part ein Level spielen, so wie mein Kumpel Flasti wie das macht. Der macht das ja auch. Hä? Okay, da muss ich wohl anscheinend irgendwo hinspringen. Der macht ja auch 100% bei Batman, Lego Batman. Also falls jemand Lego Batman...
Mann, jetzt hängt er mir am Weg. Ist der bescheuert oder was? Falls jemand Lego Batman nicht 100% schafft, schaut bei ihm auf alle Fälle mit drin. Er macht die 100% von Lego Batman. Was sieht er denn alles von Anfang an, wie er was für ein Level ihr machen müsst? Ach so, wir müssen hier hoch, okay. Geronimo! So. Ja. Warum haben wir jetzt so viele Herzen? Ist ja der Hammer. So, wir machen natürlich immer meine alte Technik. Springen und dann super Dings, weil das geht am schnellsten. Ihr seht ja. Tot. Ganz einfach geht das so. Das war's mit Anakin Skywalker. Ja, der macht auf alle Fälle die 100%. Also falls ihr da nicht weiterkommt und die 100% auch schaffen wollt, guckt euch das an und spielt das genau so nach. Dann wisst ihr genau, wo die 100% zu holen sind oder die ganzen Minikits. Best überhaupt, ey, ne? Best überhaupt. Also in Sachen Lego und so, ne? Andere Sachen weiß ich nicht. Da scheißt er sich immer ein. Hier, er spielt noch Evil Wiffen. Ne, so Evil Witten. Und da kackt er sich immer in die Hose. Immer zu. Nein, nur Spaß. Der macht das ganz gut. Trotzdem könnt ihr auch eher mehr gepusht werden. Also, naja, ist halt so eine Sache. Ich weiß ja auch nicht, wie viel er von sich alleine macht. Ob er halt viel... Posten tut er halt viel, aber ob er halt bei anderen viel kommentiert oder vorbeischaut oder selber liked und so, das ist immer so eine Sache, weil YouTube ist halt... Ich lasse das erstmal zu Ende abspielen. So. Damit hätten wir Episode 3 absolviert und das war, glaube ich, das allererste Lego-Spiel. Also jetzt Lego Star Wars. Nicht das allererste Lego-Spiel überhaupt, sondern das Lego Star Wars-Spiel. Das war das ersten 3 Episoden, haben sie nämlich gemacht gehabt. 20,7%, also 6%, über 6% haben wir jetzt geholt in der Episode. Ja, und halt, was ich noch sagen wollte, YouTube ist halt viel, man muss halt sehr viel von sich auch alleine machen, also man darf jetzt nicht nur rumsitzen und sagen, oh, die kommt schon, nee, Leute, da denkt man nicht, oder wenn ihr denkt, ihr werdet ruckzucki reich, ihr lädt ein paar Videos hoch, spielt ein bisschen oder quatscht ein bisschen, dann werdet ihr reich, das könnt ihr sowas von knicken, Leute. Das Einzige, was ihr machen könnt, wie manche auch machen, ihr macht Haters, also ihr regeneriert Haters. Ja? Ihr macht irgendeinen Blödsinn, schmiert euch mit Honig ein oder mit Mayonnaise oder mit Butter oder Sick, irgendwas so, wie manche auch schon gemacht haben. Dann könntet ihr aber erfolgreich werden. Oder ihr macht einfach blöde Videos. Ja? Da gibt es auch einige Experten, auch in Gruppen vertreten, die nur blöde Videos machen, ja? Wo man sich fragt, Junge, fass dir mal am Kopf, Alter, was lüft denn dann? Da lüft doch irgendwas scheif, Junge. Wie mongoloid bist du denn im Kopf? Ja, ich will jetzt keinen ansprechen, aber da gibt es einige. Ihr müsst einfach bloß mal die Ohren aufmachen. Ja. Und da fragt man sich echt, Alter, läuft bei dir oder was? Läuft bei dir alles richtig? Da ist doch irgendwas verkehrt im Kopf. Ja, da hat doch der Storch so viel mit dem Puder rumgewedelt. Also irgendwas läuft da nicht richtig. So, und die hypen sich aber ohne Ende und sagen, oh ja, ich bin so fame und so geil. Ja, was ist geil? Oh, wir haben hier 2 wahre Jedis, habe ich gerade vergessen. Da, 2 Stück haben wir nämlich nicht. Hier haben wir auch einen vergessen. Also 3 Stück haben wir schon vergessen. Einen roten Stein, hier haben wir auch einen roten Stein vergessen. Hier auch. Na gut, rote Steine haben wir noch nicht richtig gesammelt. So, damit bleiben uns noch 3 Episoden. Wenn ich jetzt sage, das ist jetzt, glaube ich, die 12. Folge. Wenn wir wieder 12, haben wir 24. Ah, hier machen wir uns auch noch einen Jedi später. Haben wir 24 Folgen. Und hätten alle Episoden eigentlich durch. So, und dann machen wir natürlich noch die 100%. Dann nehmen wir durch alle Episoden nochmal durch. Sammeln alle Minikits ein. Das kann ich euch versprechen, dass wir das machen.
Oh, eine Tasse habe ich noch vergessen. So. Und dann haben wir nämlich alle Minikits. Und dann zeige ich euch die roten Steine und alles. Und also, das wird schon lustig. Also, seid auf alle Fälle dabei, ne? Ich mache jetzt noch ein bisschen Quatsch, bis die Folge jetzt vorbei ist. Zacka! Chakalaka, Junge. Haben wir eiskalt aktiviert. Oh, jetzt hier. Oh, die Kneipenschlacht. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Wo ist die Kneipenschlacht? So, und du kriegst noch eine. So, und du, Oma. So. Was ist los mit dir? Läuft? Läuft bei dir, Junge. Komm her hier, du kriegst ohne eine. Mehr. Du sollst hier sonst herkommen. So. Ich weiß ja nicht, wie viel man braucht. Ich glaube 30 Stück musste man kaputt machen. Hier ist die krasse Band hier. Die Komaruna Band. Kann man leider nicht kaputt machen. Schade. Ja. Ich glaube 30 Stück musste man kaputt machen, wenn welche kommen würden noch. Ja. So. Ich verabschiede mich erstmal für diese Folge. Ja, ich hätte ja noch was gesagt. Also entweder ihr macht Hate-Videos oder ihr macht irgendwelche bekloppten Videos. Wie ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr eigentlich wollt, aber ich denke mal, dass es keinen Gefallen tut, wenn ich 500 Dislikes habe und 3 Likes habe. Das wird keinen Gefallen. Also mir würde es persönlich nicht gefallen. Aber muss jeder selber machen, wie er erfolgreich sein will auf YouTube. Da kann ich mich nicht einmischen. Ich bin nicht der Vater von allen. Müsst ihr selber entscheiden. So. Auf alle Fälle, seid in der nächsten Folge wieder dabei, da geht's genauso spannend weiter. Ich bin erstmal raus und ciao!